von O bis O? Wann soll man Reifen wechseln? Bei den meisten Autofahrern steht im Frühling und im Herbst der Reifenwechsel an. Doch wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für den Rädertausch? Wir klären auf. Im Volksmund spricht man von O bis O, also von Oktober bis Ostern. Der Spruch kann durchaus als Orientierung dienen. Doch manchmal ist es im Oktober noch zu mild für Winterreifen oder Ostern zu spät für die Sommerreifen. Wichtig zu beachten ist, dass es bei Winterreifen eine Pflicht gibt. Und zwar dann, wenn auf der Straße winterliche Verhältnisse mit Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis oder Reifglätte herrschen. Im besten Fall hat man die Winterreifen dann schon vorher gewechselt, denn sonst muss man sie bei nasskaltem Wetter wechseln. Wer zu lange wartet und bei Winterwetter mit der falschen Bereifung erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 60 Euro. Jedoch sollten auch die Winterreifen nicht zu lange bei warmen Temperaturen gefahren werden, da ihr Fahrverhalten schwammig wird und der Spritverbrauch steigt. Wenn die Temperaturen konstant über 7 Grad Celsius liegen und kein Frost mehr zu erwarten ist, ist der perfekte Zeitpunkt für den Wechsel auf Sommerreifen.